Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Vangelis vom Praxis Spezialverlag Deutsch als Fremdsprache und in diesem Video will ich erklären, wie ihr die Bücher von Praxis als E-Books über einen Browser benutzen könnt, also auf dem Desktop-Computer, Laptop oder sogar auch auf dem Tablet. Abonniert unseren Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was Deutsch als Fremdsprache betrifft. Braucht ihr Hilfe beim Kauf eines E-Books? Wir haben dazu ein separates Video hochgeladen. Ihr findet den Link in der Infobox unten. Oder wollt ihr euer E-Book über die Smartphone- bzw. Tablet-App verwenden? Dazu gibt's auch ein Video. Der Link ist ebenfalls in der Infobox. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie der Desktop- bzw. browserbasierte Reader funktioniert. Dieser ist das umfangreichste Tool, um eure E-Books zu genießen. Erkundet bei der ersten Benutzung auf jeden Fall zuerst den Reader und zögert nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren. Es kann sein, dass die eine oder die andere Kleinigkeit früher oder später vom Entwickler des Readers geändert wird. Grundsätzlich sollte sich aber nicht vieles ändern. Unser Desktop-Reader ist sehr einfach zu bedienen. Die erste Bildschirmseite gibt einen Überblick über die verfügbaren Bücher. Ich erkläre kurz und klar, welche Möglichkeiten der Reader bietet. Ich kann die Schnellsuche verwenden, um ein bestimmtes Buch zu finden. Ich kann die Bücher filtern, um entweder nur gekaufte oder Lieblingstitel anzuzeigen. Ich kann die Bücher in der Bibliothek beliebig sortieren. Hier kann ich Hilfe zur Verwendung des Readers finden oder um Unterstützung bitten. Hier bekomme ich Zugang zu meinem Account. Ich kann die Volltextsuche verwenden, um ein bestimmtes Wort oder einen bestimmten Satz in all meinen gekauften Büchern zu finden. Ich muss auf eine Buchtitelseite klicken, um das entsprechende Buch zu laden. Ich kann auf den Titel unterhalb eines Buches klicken, um die wichtigsten Informationen über das Buch zu bekommen. Ich kann dann auf Leseprobe klicken, um mir die jeweilige Leseprobe anzuschauen. Mit einem Klick hier oben kann ich das entsprechende Buch kaufen. Über das Sternsymbol kann ich das Buch zur Favoritenliste hinzufügen. Braucht ihr Hilfe beim Kauf eines E-Books? Wir haben ein entsprechendes Video vorbereitet. Ihr findet den Link in der Infobox unten. Ich klicke jetzt auf das Cover und öffne mein E-Book. So lande ich auf der Buchansicht und mir stehen verschiedene Tools zur Verfügung. So kann ich die Seiten umblättern. So kann ich einer Seite ein Lesezeichen hinzufügen. Hier kann ich die Buchansicht verlassen und die Bibliotheksansicht aufrufen. Hier werden meine Favoriten angezeigt. Hier bekomme ich Zugriff auf nützliche Anzeigeoptionen. Ich kann die Anzeigesprache des Readers ändern. Hier bekomme ich Zugang zu meinem Account. Hier kann ich Hilfe zur Verwendung des Readers finden oder um Unterstützung bitten. Ich kann die gesamte Menüansicht umschalten. Ich kann die Volltextsuche verwenden, um ein bestimmtes Wort oder einen bestimmten Satz in all meinen gekauften Büchern zu finden. Ich kann das interaktive Inhaltsverzeichnis für das aktuelle Buch laden und benutzen. Hier bekomme ich eine Miniaturansicht aller Buchseiten für einen schnellen Überblick. Hier kann ich all meine Anmerkungen verwalten. Das ist die Mediathek zum Buch.
ich kann Links und Downloads zum aktuellen Buch abrufen. Dies ist nicht für alle Bücher verfügbar. Hier kann ich all meine Lesezeichen verwalten. An dieser Stelle kann ich verschiedene Textanmerkungen verwenden. Mehr darüber später im Video. Ich kann auch verschiedene grafische Anmerkungen verwenden. Mehr darüber ebenfalls später im Video. Ich kann manuell eine Zoom-Stufe eingeben oder die Symbole zum Vergrößern und Verkleinern verwenden. Ich kann mit einem Klick die Seitenansicht dem Bildschirm anpassen, also die Breite und Länge. Ich kann die angezeigte Seite schnell teilen. Der Empfänger oder die Empfängerin muss das gleiche Buch gekauft haben, um die Seite sehen zu können. Das ist meine Vollbildansicht. Zum schnellen Navigieren im Buch steht mir der Schieberegler zur Verfügung. Um auf eine Seite zu gelangen, kann ich die Seitenzahl manuell eingeben. Ich kann auch zwischen Doppelseiten- und Einzelseitenansicht wechseln. In den nächsten Teilen erkläre ich, wie bestimmte Tools funktionieren. Zu vielen Büchern gibt es Hörmaterialien. Diese sind jederzeit kostenlos auf YouTube zu finden. Den Link findet ihr in der Mediathek rechts in der Buchansicht. Aber wir haben sie auch in die E-Books integriert, was den Zugriff wesentlich erleichtert. Wie finde ich diese? Es gibt in den Büchern, die Hörübungen enthalten, entsprechende Hotspots. Diese befinden sich entweder über dem Anweisungstext oder über der entsprechenden Stelle auf der Seite, zum Beispiel auf dem Verweis auf die Titelnummer oder auf die Abspielzeit. Achtet auf den blauen Farbton. Durch Klicken auf einen Hotspot kann ich die eingebettete Audiodatei schnell abspielen. Das kleine Abspielsymbol erscheint dann in der oberen rechten Ecke. Vorsicht! Wenn ich die Seite verlasse, wird das Abspielen der Audiodatei abgebrochen. Es sind zwei Notizfunktionen verfügbar: Textanmerkungen und grafische Anmerkungen. Die Textanmerkungen bieten viel mehr, als ihr Name vermuten lässt. Ich klicke auf das Symbol T, um das Tool für Textanmerkungen zu aktivieren. Dann kann ich beliebig ein Wort, einen Satz oder einen längeren Textabschnitt auswählen. So erscheint das Menü der Textanmerkungen. Ich kann jetzt verschiedene Funktionen auswählen. Einfaches Markieren. Unterstreichen und durchstreichen. Eine Notiz hinzufügen. Eine Datei anhängen. JPG, PNG, GIF oder PDF. Einen Link speichern. Eine Sprachnotiz hinzufügen, den ausgewählten Text teilen, einen Text kopieren und mit Hilfe der Volltextsuche in der Bibliothek danach suchen. Super, oder? So kann ich eigentlich mehr mit meinem E-Book tun als mit der Druckausgabe. Die anderen Anmerkungen sind die sogenannten grafischen Anmerkungen, die besonders geeignet sind, wenn ich über ein Eingabegerät wie über ein Grafiktablet oder einen anderen interaktiven Stift verfüge. Ich klicke auf das Stiftsymbol, um das Tool für grafische Anmerkungen zu aktivieren. So habe ich jetzt die Wahl zwischen zwei verschiedenen Stiften mit unterschiedlicher Deckkraft und Dicke, einem Tool für die Eingabe von Freitext und dem Verschieben der Anmerkungen auf der jeweiligen Seite. Nicht vergessen, über das Symbol Anmerkungen in der Buchansicht kann ich all meine Anmerkungen für das aktuelle Buch vollständig verwalten. Wollt ihr diese Anweisungen lieber lesen? In der Infobox unten findet ihr den Link zum entsprechenden Artikel. Also, das war's. Wir hoffen, euch macht das Lernen mit den E-Books von Praxis richtig Spaß. Solltet ihr die eine oder andere Frage haben, so sind wir jederzeit für euch erreichbar, über E-Mail oder Messenger. Schickt uns einfach eine Nachricht. Hat euch dieses Video gefallen? Teilt es mit jeder Person, die es gut gebrauchen könnte.
Abonniert unseren Kanal und folgt uns in den sozialen Medien. Auf eure Ideen, Anmerkungen und Vorschläge freuen wir uns riesig. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Deutschlernen bzw. beim Unterrichten. Ja.